Hi, mir ist etwas nicht gelungen, das muss ich schon mal am Anfang sagen, aber ich werde euch trotzdem die Besonderheiten zeigen, das ist schon mal lohnenswert. Das ist wahrscheinlich auch durch dieses andere Video die Thematik, der hat mich richtig abgelenkt heute und abgebremst. Ich habe ja letztens gezeigt, dass Dracula halt diese Symbolik hat, wie ich das Stern, auch Venusstern, Luziferstern und so, das wird halt so genannt offiziell, das ist nicht von mir. Und ja, da waren so ein paar kleine Besonderheiten. Aber es ging darum, dass er gehörte ja zu dem Drachenorden. Ja, und der hat Ursprung auch zum Teil in Ungarn, steht ja hier. Da kommen noch ein paar Details, aber die werde ich heute, glaube ich, hier nicht in das Video einbauen, das wird zu viel. Da ist nochmal die Symbolik hier, ganz deutlich. Das ist rein zufällig, ist das Stern, beziehungsweise sieht man das auch in der Türkei, in den unterirdischen Städten. Hier haben wir den Drachenorden und dort wurde Dracula, dieser Vlad III., mit 5 Jahren wurde dort aufgenommen. Es ist hier, wie ihr seht, also das hatte auch ungarische Wurzel halt direkt auch mit verbunden und auch mit Deutschland, hat man ja gesehen. Die wissen nicht mal genau, ob der jetzt in Nürnberg oder in Schäßburg, also ja, wissen die nicht genau, wo der geboren ist, aber trotzdem ist die Verbindung zu Deutschland sofort da, weil auch die Verwandten haben teilweise halt irgendwie in Deutschland gewohnt und so. Aber es geht mir um den Drachenorden, das zeige ich euch. Und jetzt gehen wir direkt zum Rengersdorf, zu dem Schloss. Ich fange hier erstmal an. Das war der Stiefsohn, ja, der verschwunden ist. Erstmal zeige ich noch mal kurz das Schloss. Das wurde halt 1900 erbaut, als sie dorthin gezogen sind. Und dann wurde halt diese Gruft dort gebaut, die weit entfernt ist, also hunderte Meter entfernt von der Stelle da auf diesem Berg. Dort, wo auch in der Nähe diese Vertiefung geboren ist und so weiter und die ganzen Minenschächte oder was das da sein soll. Ja, dieses Schloss hat das neue nur Pech gebracht. Ich weiß nicht, wie viele Besitzer das insgesamt waren, aber alle hatten Pech. Einer wurde sogar erschossen, der Mörder wurde nie gefunden. Dann sind manche auch einfach irgendwie wirtschaftlich, ne, zugrunde gegangen und der letzte Besitzer dann wurde enteignet, ne. Auch kaum hatte das gehabt, kam man praktisch dann die russische Besatzungszone, wurde wieder enteignet. Also das hat danach auch nur Pech gebracht. Und vielleicht hätten die Gruft dort nicht bauen sollen oder beziehungsweise sogar das ganze Schloss. Er ist praktisch 22 gestorben, wurde dort beerdigt in der Gruft, wo ich da war, da unten. Und ein Jahr später wurde das schon geplündert. Das kommt auch dazu, was irgendwie nur Pech dort, ne? Und hier ist der Vater von dem, das ist eben Heinrich Vater Julius von Roncador. Er hatte auch ungarische Wurzel eigentlich und gehörte dem Militär zu. Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Ich weiß nur, dass ich hundertprozentig eine Informationsquelle fand, wo das stand, dass es auch ein Drachen, ich weiß nicht, Orden, irgendwas mit Drachen, ja, irgendeine Verbindung auch mit Drachen hat das zu tun. Und wir haben wieder Ungarn, wie bei Dracula, Ungarn. Leider fand ich jetzt nicht genau die Seite, die ich mal fand. Ich habe wirklich ein paar Stunden heute gesucht, an die 2 Stunden. Ich habe echt keine Lust mehr. Dafür habe ich etwas gefunden. Hauptmann von Roncador, das war ja der Vater von dem verschollenen Stiefsohn. Jetzt muss man sich vorstellen, da wo ich heute war, da wo die Djinns stehen, das war eine Fabrik, auch eine Dampffabrik und Maschinenbau. Da war ich heute, da wo diese Spuren sind. Folge dem weißen hüpfenden Kaninchen oder was? Keine Ahnung, aber ich weiß jetzt gar nicht, wieso das so zusammenhängt. Hier sind aber Ventildampfmaschinen um 1920. Da die Djinns, also hat man damals für die Ausstellung hier, Industrieausstellung in Görlitz gemacht, 1905. Und ich weiß jetzt gar nicht, habe ich nicht im Kopf, das wurde dann später von den Fabrikbesitzer um die Ecke, der eben Dampfmaschinen machte, gekauft.
Ich weiß noch nicht, wo die ganze Verbindung ist, obwohl ich sehe ganz deutlich Verbindung auch mit Dracula und so, also nicht direkt, aber eben Ungarn, Drachenorden, auch merkwürdige Geschehnisse, plus dieses Schloss, was irgendwie wie so ein Fluch, ne, liegt da drauf. Ja, also die Besonderheit ist eben, das ist dieses, wie heißt das nochmal, Ouroboros oder so nennt man das, also die Schlange oder der Drache, der sich selbst eigentlich in den Schwanz beißt, hier ist er irgendwie umschlungen. Das ist ja direkt auch mit der Alchemie verbunden und das sind wir wieder, auch in Görlitz war das ja stark vertreten, selbst der Bürgermeister war Alchemist mal zeitlang. Und ja, die ganze Freimaurer, Rosenkreuzer, Illuminaten hier, Thematik. Ich finde das irgendwie faszinierend, aber ich bin hier noch nicht so richtig durchgebrochen eben. Und was mich jetzt ärgert, dass ich diese Papiere bzw. diese Dokumente dort jetzt nicht finden kann, wo es ganz deutlich stand, Drachen. Orden oder Drachen, irgendwas. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher sein kann, ist das eben nie so genial jetzt. Aber die Verbindung ist trotzdem gegeben. Hier lese ich wieder, dass dieser Hauptmann, wo war das nochmal, dass der auch zu den Österreichern gehörte, ne? Österreichischer Offizier. Nur, das war damals ungarisch-österreichisch und sein Ursprung ist irgendwie aus Ungarn. Also hier kleiner Bonus zum Beispiel, dieser Achterstern, der genauso aussieht wie da. Tausende Jahre alte Symbolik. Oktogramm wird das auch genannt. Aber es wurde benutzt, wenn man Festungen gebaut hat, wurde dieses Grundmuster immer benutzt. Ich finde das schon nicht uninteressant. Ja, das sind halt diese Sternfestungen, hat man die auch genannt. Merkwürdig, oder? Ich wollte auf so einer Seite mal ein paar Details finden. Und ja, bei Festungsbau und Kirchenbau hat man dieses Muster immer verwendet, grundsätzlich. Finde ich schon erstaunlich, wenn man bedenkt, wo Festungen, Burgen, Kirchen oft drauf stehen, mit den unterirdischen Gängen und eben das in der Türkei, in dieser unterirdischen Stadt haben wir das. Ja, und so weiter. Ich will mich jetzt nicht so oft wiederholen. Ey, ich finde es erstaunlich, muss ich sagen. Hier im Hinduismus wird das acht Ort Stern von Lakshmi genannt. Sie ist die hinduische Göttin des Glücks, der Liebe, der Fruchtbarkeit, des Wohlstands, der Gesundheit und der Schönheit. Also alles Positive eigentlich. Irgendwie Harmonie, Wohlbefinden, seht ihr? Nur positive Sachen. Wer war das eigentlich? Lakshmi. Hier sind wir bei der Frau. Das ist auch wahrscheinlich wieder abgewandelt durch die Zeiten, ne, natürlich die Darstellung. Aber das war eine hinduistische Göttin. Das habe ich schon alles gelesen. Mich interessiert mehr, was es hier so gibt. Veden. Also ist das pure Glück. Merkwürdig, ne? Wieder das Symbolik der Unterwelt mit sowas Positivem in Verbindung gebracht. Auch soll sie den Dämon Bali und Prahlada gedient und sie zu wahrhaft großen Herrscher gemacht haben. Ja. Ah, ist das menschlich wieder, witzig. Jo, oh, total friedlich, Glück, Harmonie. Sie hat den Dämonen gedient. Leute, guckt euch das an, Mythologie. Nach der Mythologie entstieg sie als eine von 14 Kostbarkeiten, dem Milchozean. Das war damals, als das. Der Ozean wurde so gerührt, dass der geschäumt hat. Also das ist natürlich die Sintflut. Und daraus sind auch wieder diese Gottheiten entstanden. Und dann sage ich ja, Venus kam mit der Jakobsmuschel aus dem Wasser, nach der Sintflut wahrscheinlich oder irgendwie sowas, um die Welt neu zu, ja, vielleicht nicht zu bevölkern, aber irgendwie da ein bisschen nachzuhelfen. Wir haben jetzt direkte Verbindung wieder. Sind wir in einem Einklang so. Die Dämonen versuchen sie als Göttin des Wohlstandes nach ihrer Geburt zu binden und für sich in Anspruch zu nehmen, indem sie die Göttin auf ihren Kopf stellen. Doch die Göttin weigert sich, sie anzusehen und verlässt die Übeltäter sofort. Das Besondere nur noch hier, Vishnu als seine Gattin hat sie zwei Hände und ist stets von kleiner Gestalt. Also wie klein er, zwergenhaft oder wie? Lakshmi ist meistens von goldener, wieder die Farbe, manchmal auch von roter Körperfarbe und wird als schöne, freundliche Lächeln Göttin. Ja, das habe ich schon oft gelesen. Sie hat Dämonen gedient. So.
Ich lasse das jetzt erstmal. Lux, Licht, Lucifer. Luck, Glück. Nein, das reime ich nicht drauf. So. Tschüss.